Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Saints Row Get Out of Hell. Und wie in der letzten Folge schon, heißt es auch heute wieder, mehr Nebenmissionen abarbeiten, damit wir endlich mal zu Satan kommen. Maybe one day I'll retire and have a view like this. Well, preferably not in hell, but hey, let's be realistic. Ach, ist doch hübsch hier, hm? Da kann man sich doch kaum beschweren. Ich meine, hier hat man viel Laber, hier ist es immer schön warm, es wird nie kalt. Das hat schon seine Vorteile, in der Hölle zu wohnen. So, jetzt ist aber sowieso mal die... Das war viel zu weit. Eigentlich wollte ich hier landen. So. Was machen wir denn überhaupt heute, hm? Ich habe aber hier wieder, meine Güte, schon wieder aufbessern. Ach Gott, ey. Brrr. Neue Upgrades. Ja, her damit. Für den Blast. Ich glaube, das war schon. Mehr wird es nicht sein, ne? Nee. Dann gucken wir noch schnell zum Stampfer. Da gibt es ja auch was Neues. Und zwar auch das Aufladen. Okay. Ja, ist ja nicht schnell, wenn die nicht so lange herum eiern, um sich endlich mal wieder aufzuladen. Das kann sicherlich nicht schaden. So, jetzt bin ich aber sowieso wieder mit meinen Seelen am Ende. Aber ich wollte ja noch auf die Karte gucken. So, diese Insel haben wir eigentlich fast komplett. Es fehlt nur das hier unten. Was auch immer das ist, aber da gucken wir jetzt einfach mal hin. So sieht jetzt mal der Plan aus. Für die wahrscheinlich nächsten 5 Minuten und dann muss ich mir wieder was Neues überlegen. Da unten scheint noch irgendwas blau. Da ist noch eine Seele. Ach, die nehmen wir doch mit. Und da ist auch ein Typ, der in den Mülleimern herumwühlt. Tja. Selbst in der Hölle gibt es die Obdachlosen. Nicht mal die bekommen das Problem im Griff. Oh, oh. Das ist ja wieder so ein... Wie hieß das nochmal? Schwursturm. Ja, es ist ein Schwursturm. Na, dann machen wir den halt nochmal. Na, ach. Komm, her. Ihr bescheuerten Typen. Wieso fliegt dir keiner ins Ziel, hä? Wenn das so weitergeht, wird das nichts. Na, jetzt funktioniert's doch. Au, 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 hey. Wir sollten nochmal in das Ziel fliegen. Ach shit, den Spring kann ich ja nicht schlagen. Au! What the fuck? So, komm mal her. Da stehen so viele, ey. Ich brauche definitiv noch viel mehr Punkte, ey. Das geht mir hier gerade viel zu langsam. Wieso fliegen die nicht Richtung Ziel? Du jetzt aber. Na, geht doch. Die auch. Ach, jetzt kommt schon. Landet doch endlich mal in dem Scheiß. Mann, ey. Na, geht doch. Kommt schon. Du auch noch. Ja. Es läuft doch so halbwegs. Komm. Und bam. Oh, so. Wir sind schon über der Hälfte der Punkte und haben noch 2 Minuten 20 Sekunden. Ja, das sollte doch locker ausreichen. Au, au. Nein. Ach, komm schon. Fliegt hier mal wieder in ein Ziel. Na, geht doch, ey. Oh, das war sogar ein Triple Kill. Glaube ich zumindest. Wo ist denn der hingeflogen? Okay, der flog in das andere Ziel. Naja, solange sie in irgendein Ziel fliegen, soll es mir ja recht sein. So, wir brauchen noch 2000 Punkte. Und rein da. Geschafft. Na, war ja easy. Was? Der Schmiede? Wo ist die Schmiede? Thanks for helping me secure the forge. If you're still in hell next fiscal year, I'll give you a nice bonus. Ja, danke. Oder? Despite what he told Johnny upon their first meeting in hell,
Dane had other motivations for standing against the Prince of Darkness. Upon first arriving in Hell, Dane approached Satan with an open hand. However, no matter how much Dane tried to build a working relationship, the devil only begrudgingly extended the lightest of professional courtesy. Dane had no issue working with people, but being treated as a pawn, not as a partner, was beneath him. He was insulted. And for that, Dane would see Satan brought low, and he knew exactly how to do it. Okay, also hat Dane jetzt dafür gesorgt, dass unser Boss entführt wird, oder wie oder was jetzt? Hat sich jetzt zumindest mal so angehört, oder? So, und das war's? Ich hätte zumindest gedacht, jetzt kommt irgendeine neue Hauptmission. Aber nö, oh, die erwische ich ja mal gar nicht. Au. Ah, das war kacke. Das war kacke, das kann ich nochmal machen. So, wir stellen uns mal schön hin. So ungefähr. Und los. Ja, ein bisschen Gas geben kann ich schon. Und baum. So. Was jetzt? Oder haben wir vielleicht auch jetzt irgendwo eine Mission freigeschalten? Nee. Nee, ich glaube, das war jetzt einfach nur, weil ich hier das komplette Gebiet übernommen habe. Deswegen. Naja. Wir könnten aber auch rein theoretisch gleich hier mal zum Altar gehen. Kann sicher nicht schaden. Eine neue Kraft kann man immer gut gebrauchen. Wobei, wie sieht es mit munitionstechnisch aus? Ah, da bin ich voll. Okay. Das ist mal gut. Wo ist er denn? Da ist er doch. Sturzflug. Brauche den Stampfer dafür. Ja, da mal losgestampft. Ja, da fangen sie schon zum Ball an. Ja, was bringt mir das, wenn ich das heilige Licht einsetze? Ich weiß es nicht. Da schießen viel zu viele Leute auf mich gerade. Ich glaube, ich muss mal eher zum heiligen Raketenwerfer greifen. Der bringt es, glaube ich, ein bisschen mehr als das heilige Licht. Oh, hier stehen auch ein paar. Okay, mal schön aufgeräumt. Komm schon, weg, Leute. Ich glaube, die lebt noch. Ja, die lebt sogar noch. Ich weiß noch immer nicht, was mir das bringen soll. Mit dem heiligen Licht. Das macht irgendwie gar nichts, oder? Au, hat mir hier irgendeiner in den Rücken geschossen. Tatsache. Kommt runter! Da war doch noch einer. Da ist er. Oh, der regeneriert sein Schild, bevor ich irgendwas machen kann. Nö, der ist tot. Gut. Au. Au, Sniper, 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 Sniper. Ey. Ach, die porten sich wieder. Na gut, ich muss nur noch 4 Typen erledigen. Das kann jetzt nicht so mega schwer sein. Natürlich geht das nicht, wenn Munition alle ist. So, einer noch. Ja, danke dafür. Oh, hey, what? Und da sind auch die Imps weg. Nice. Aber wieder mal einiges an Munition verballert. Eieieiei. Da kann ich gleich die Kohle ansammeln, denn die brauche ich so, damit ich mir neue Munition kaufen kann. Was hast denn du vor? Das war jetzt aber nichts vorschriftsgemäß. Ich schätze mal, selbst in der Hölle muss man sich irgendwie an die Regeln auf der Straße halten. Aber das gilt anscheinend nicht für die Dämonen, hä? So. Also. Jetzt mal. Hier gibt es echt nirgendwo einen Shop. Ach, das ist aber Bullshit. Na gut.
Dann muss ich wohl wieder zurückfliegen. Wohl oder übel. Yeah. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da hinten irgendwo. Irgendwo genau unter mir. Nämlich genau da. So, voll. Voll. Kann ich auch eigentlich gleich ein bisschen was aufbessern? Ja, hier die Pistole noch. Jetzt kann die mal einiges. Des Teufels Beitrag. Ich schätze mal dafür, dass ich eine Knarre komplett aufgebessert habe. Dafür wird das wohl gut sein. Was kann ich eigentlich noch aufbessern? Soll ich die Teile hier noch aufbessern? Hustnägel. Sorgen auf Dauer für zusätzlichen Schaden. Ach komm, gib her. Was soll's. Frage ist jetzt... Jetzt habe ich vergessen, was für eine Frage ich eigentlich hatte. Naja. Kann schon mal passieren, wenn das hier nicht so mitspielt. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe mich eigentlich gefragt, ob ich die Waffen auch schon zweihändig nehmen kann. Und anscheinend kann ich das auch. Gut zu wissen. Moment mal. Upgrades. 14.000 habe ich. Beim Widerstand geht gar nichts, hm? Moment mal. Munition irgendwo vielleicht? Wie viel bin ich eigentlich bei den Pistolen? Stufe 2. Ach Gott, ey. Ich glaube, Stufe 4 ist dann unendlich Munition, wenn es so ist wie bei den anderen Saints Row Teilen. Wenn es denn so ist. Aber bis dahin dauert es anscheinend noch ein bisschen. So gut, wir könnten eigentlich theoretisch gleich mal auf dieser Insel hier weitermachen. Und zwar mit der Erlösung. Das hatten wir eigentlich schon lange nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Episode mal gemacht. Und da lief das mega schief. Aber mittlerweile habe ich ja meine Flugkünste ein bisschen aufgebessert. Und da sehe ich noch ein Buch. Joink. Are as good a home as any pirate could ask for. It's remote, devoid of people and perilous to get to. Here I can live as a pirate king for the rest of my eternal days. Wo ist denn der Turm? Da. Hallo. Und tschüss. Ey, wer zur Hölle? Ach, jetzt steht da wieder so ein Scheißteil. Echt, Leute. Ach toll, jetzt ballere ich mich auch noch selbst ab. Komm schon, verpiss dich. Ach, jetzt. Im Ernst. Du miese Bitch. Okay, jetzt habe ich natürlich mal einiges an der Backe. So, wo ist denn hier die Aufgabe? Hier unter mir. Ich hoffe mal, dass dadurch mein Fahndungslevel resettet wird. Wäre nicht schlecht. Ja, wird er auch. Nice. So, jetzt aber... Gott, wie hat das nochmal funktioniert? RB, um das Schild zu zerstören. Okay, okay. So, ich nehme mir gleich mal mit. Den hier retten wir mal. So, wie viel brauche ich jetzt für Gold? 10.000 Punkte, oder? Oh. Ah, shit. Oh, doch, das hat gereicht. Aber der wird nicht reichen. Doch, tut er. Ja, da habe ich schon Silber, ey. Das geht aber flott. Und dich rette ich. Ja, nice. ...10.600, das reicht locker. Wir haben Gold. Geht das jetzt noch weiter, oder? Das geht anscheinend noch weiter. Heißt das, es gäbe auch noch irgendwie einen weiteren Rang? Irgendwie so Platin oder irgend sowas in die Richtung? Gab es, glaube ich, eigentlich nie, oder? Ja, scheiße, ey. Gut, es fliegt sowieso noch einer irgendwie.
Aber den erwische ich noch. Ja, meins. Nice, Gold. Und... Na, das hat ja gar nicht viel gebracht. Meh. Meh, kann ich dazu nur sagen. Einfach nur meh. Oh, da unten stehen wieder zwei so dicke. Doll, doll, super doll. So, als nächstes, wir hätten hier noch den Verteilerbereich zu clearen. Dann noch überleben. Überlebe die Hölle. Machen wir das nicht eigentlich die ganze Zeit? Naja. Machen wir das auch noch schnell. Ich werde jetzt einfach mal die komplette Insel hier einnehmen. Wie sieht es eigentlich mit der Leiste jetzt aus? Naja, sie füllt sich schön langsam. Aber wirklich ganz langsam. Ach, scheiß auf Munition. Das mache ich auch so irgendwie. Drei Wellen überleben. Klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert. Wird es aber wahrscheinlich werden. Ja, und ihr da unten müsst natürlich wieder ballern, hä? Ey, ey, der weicht einfach meinen Raketen aus. Sowas geht doch mal gar nicht. Und mein Güte, hey, wie viele von denen kommen hier angeflogen? Wo ist Nummer 2? Da. Na, komm her. Ja, ich habe gerade noch immer das bescheuerte göttliche Licht ausgerüstet. Das will ich eigentlich gar nicht haben. Moment mal, was war denn hier jetzt was? Was ist das? Ne, das ist der richtige Stampfer, also der normale Stampfer. Bei dem die Gegner auch ein bisschen durch die Luft fliegen. Und wir sind in Welle 3. Quatsch, Welle 2. Au, au. Ah, da fliegt mal wieder einer. Oh, hat noch in der Luft getroffen. Schön. Ach, jetzt nachladen. Au! Hey, in Penner. Oh, ja klar. Ihr beide müsst natürlich auch noch mitmischen, hä? Oh je, da fliege ich mal eine Runde. Oh, geh weg. Und einer weniger. Okay, keine Ahnung, was der andere Dicke da gerade macht. Der geht irgendwie auf Gegner los, oder? Oder geht der generell irgendwie immer auf alles los? Sollte ihn aber besser mal wegmachen, hä? Denn jetzt hat er sich anscheinend auf mich fokussiert. Tja, bringt ihn auch nicht viel. So, und wir sind in der letzten Welle angelangt. Bis jetzt ja nicht so das Mega-Problem. Gut, das ist aber auch, glaube ich, Stufe einfach war das. Oder was Mittel? Nein, ich glaube, es war einfach. So, komm mal her, ihr beide. Da fliegt ja noch einer. Ey, 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 ey. So, und irgendwie gehen mir schon langsam die Gegner ein bisschen aus. Ihr könnt mir ruhig ein paar mehr entgegenschicken, Leute. Hätte ich mal gar nichts dagegen einzuwenden. Oh, treffe ich ihn? Treffe ich ihn? Nein, ich muss nachladen. Scheiße. Aber so geht's auch. Ach, die spawnen auch wieder neue Typen. Hm? Das ist mir aber auch neu. So, kommt mal bitte hier ein bisschen näher an mich ran. Ah, fliegen wollte ich eigentlich nicht. Oh, da stehen jetzt haufenweise. So, einer noch. Ja, down. Was? Fertig zum Reinschleichen? What? Jezebel's plan worked flawlessly. And when the time was right, she made her way to the bowels of the palace.
But while she successfully managed to breach the castle walls to let Johnny in, she did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. And why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop it. I knew it. It's you. It's always been you. What you talking about? You love her. I really don't. You love her! Ah, Johnny, my boy! I misjudged you! You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown brutality by killing my generals. And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter. You're the man who should be my son. Defiant to the end. Now listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jezzy. The men are talking. Dad, let him go. Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the president's soul. It's your choice. You know where to find me. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was marry Satan's daughter. Ich glaube aber, das Angebot muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Das muss ich mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und während ich am Überlegen bin, sage ich auch, ist diese Episode von Saints Row Get Out of Hell mal wieder zu Ende und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.